besser rausgekommen. Und jetzt geht's um die Frage ist beantwortet. Welche Vorträge gehören wir aus Österreich? KT Crossbow. Vielleicht ein ganz gutes Oben. Vorhin ja schon mal Vettel einmal mit der X-Bow angetreten und ein klarer Sieg. Aber er muss es jetzt offen halten, sonst ist das Thema durch. Also, entweder kann jetzt Deutschland ausgleichen durch den jüngsten Doppelweltmeister, den Champion von 2010 und 2011 im Red Bull. Oder ähnlich wie im ersten Halbfinale ist das Thema schon erledigt. Sollte also jetzt Andy Priot die Nase vorne haben, ist es gelaufen. Die Verantwortung liegt auf den Schultern des jungen Mannes, der sich gerade just im Augenblick einblendet. Arnold, der auf der Innenbahn steht, nämlich Sebastian Vettel, gegen den Alleskönner des internationalen Motorsports, gegen Andy Priot. Und auf geht's, schwarz ist Sebastian Vettel und in weiß, das ist Andy Priot. Ja, auch da ist es die wir bisher heute gesehen haben, auch da wieder einen Rennen, auch mit der Schneide zu erwarten. Beide in diesen Autos bisher sehr, sehr gut unterwegs gewesen, auch in diesem Durchgang. Das war zumindest ex-Eco-Kardiche, die Ausgangsordnung Sebastian Vettel, nur ganz minimaler Rückstand. Und ich weiß nicht, ob es in irgendeiner Form eine akustische Variante des Daumendrückens gibt, aber wem würde das schon helfen? Liebe Gäste, hier der ist Mia Arena. Vettel vorne, 37, 78, 6 Zehntel Sekunden gegen Andy Priot. Und noch ein knappes Viertel dieser Strecke ist zu bewältigen. Priot jetzt ruhig, das ist klar, der ist jetzt dabei, der vorne ist auf der kurzen Linie. Vettel ganz, ganz sauber, besser schon. Priot ein bisschen quer gestanden. Oder ja, ein bisschen was. Macht irgendwas, ruft, schreit, tut was, kommt was her oder nicht. Eins zu eins, ja, durch den Jubel Sieg getragen, durch Ihre Unterstützung, liebe Zuschauer, schon abgefahren. Ich glaube, jetzt kann er sagen, es ist keine Hassliebe, mir ist eine Liebe. Sebastian Vettel und der X-Bow. Ja, ja, weißt du, was ich so schön finde? Diese Kameraeinstellung auf die Trainerbank. Nee, zu den Eltern, zu den Eltern. Wenn Norbert Vettel, der gefühlte 1,51 groß ist, nach dem Sieg des Juniors auf 2 Meter wächst, wie gerade gesehen. Ja, mit Recht auf nichts. Ach, Interview, bitte.